Hallo und herzlich willkommen im Mathematiklabor Mathematik ist mehr. Vorab einige Informationen zur Arbeitsweise im Mathematiklabor. Es gibt ein Arbeitsheft. In diesem sind alle Aufgaben vermerkt, die ihr bearbeiten sollt. Im Arbeitsheft findet ihr verschiedene Symbole. Die Erdkugel mit den beiden Händen bedeutet, dass ihr Material benutzen sollt, wie zum Beispiel das Puzzle. Das Fragezeichen bedeutet, dass es zu der Aufgabe, an der das Fragezeichen vermerkt ist, eine Hilfestellung im Hilfeheft gibt, die ihr benutzen könnt, wenn etwas unklar ist oder ihr nicht weiterkommt. Der Laptop bedeutet, dass es eine Simulation oder ein Video gibt, das ihr nutzen könnt. Nun zum eigentlichen Thema der Station, Mathematik und Kunst. Es stellt sich in der Tat die Frage, was Mathematik überhaupt mit Kunst zu tun hat. Es gibt eine besondere Kunstrichtung, die konkrete Kunst, deren Künstler ihre Kunstwerke aufgrund mathematischer Gesetzmäßigkeiten konstruieren. Die konkrete Kunst will nicht die Wirklichkeit, wie in diesem Bild, darstellen, sondern die Künstler der konkreten Kunst wollen mathematische Strukturen darstellen, wie Max Bill in diesem Kunstwerk den Satz des Pythagoras. Eine beliebte Technik der Künstler ist es, Quadrate zu unterteilen. Zum Beispiel können, wie hier im Bild, Quadrate immer weiter halbiert werden. Oder wie hier, in viele weitere Quadrate unterteilt werden. Diese Unterteilungen werden dann eingefärbt, aber nicht irgendwie, so wie hier, sondern das Zusammenspiel aus Form und Farbe soll ein besonders harmonisches Bild erzeugen, so wie in diesem Kunstwerk von Richard Paul Lohse. Jetzt bleibt die Frage, was hat das Unterteilen von Quadraten mit Mathematik zu tun? Genau das erkläre ich euch jetzt. Ihr seht hier ein Kunstwerk des Künstlers Max Bill. Es stellt ein Rechteck dar, das in einzelne Quadrate aufgeteilt wurde. Um zu sehen, wie das Kunstwerk aufgebaut ist, seht ihr jetzt das Kunstwerk in seine einzelnen Quadrate aufgeteilt. Wie ihr sehen könnt, sind diese Quadrate wiederum unterteilt in verschiedenfarbige, kleinere Teile. Unsere Frage war, was das Unterteilen von Quadraten mit der Mathematik zu tun hat. Die Antwort auf diese Frage liegt in der Bruchrechnung. Dazu schauen wir uns die beiden rechten Quadrate etwas genauer an. Zunächst das obere der beiden. Man kann sich hier zum Beispiel die Frage stellen, welchen Anteil die blaue Fläche am ganzen Quadrat hat. Um das herauszufinden, müssen wir zwei Fragen beantworten. Erstens, wie oft wird die blaue Fläche benötigt, um das Quadrat auszulegen? In diesem Quadrat sind es einmal, zweimal die blaue Fläche. Die zweite Frage lautet, wie oft kommt die blaue Fläche tatsächlich im Quadrat vor? Dies ist leicht zu erkennen, die blaue Fläche kommt einmal im Quadrat vor. Somit haben wir beide Fragen beantwortet. Hier entspricht also die blaue Fläche einer Hälfte des Quadrats, also ein von zwei Teilen. Wir können nun den Anteil der blauen Fläche vom Quadrat als Bruch angeben. Er lautet 1/2. Ein Bruch wird immer in Zähler und Nenner unterteilt. Der Nenner steht unten und beantwortet unsere Frage, wie oft eine Teilfläche benötigt wird, um das Quadrat auszulegen. In unserem Fall werden zwei blaue Teilflächen benötigt,
Also ist der Nenner die 2. Der Zähler steht oben und beantwortet unsere Frage, wie oft eine Teilfläche tatsächlich im Quadrat vorkommt. In unserem Fall kommt die blaue Teilfläche einmal im Quadrat vor. Also ist der Zähler die 1. Schauen wir uns nun noch das untere Quadrat an. Wieder wollen wir wissen, welchen Anteil die blaue Fläche am ganzen Quadrat hat. In diesem Fall kommt die blaue Fläche wieder nur einmal vor. Und wir können mit 1, 2, 3, 4 blauen Flächen das Quadrat füllen. Hier entspricht die blaue Fläche also einem Viertel des Quadrats, also 1 von 4 Teilen. Damit ist der Anteil der blauen Fläche am ganzen Quadrat 1/4. Im Gegensatz dazu wird nun von der grauen Fläche 3/4 des ganzen Quadrats bedeckt. Im Laufe der Station erfahrt ihr, wie ihr die Bruchrechnung nutzen könnt, um eure eigenen Kunstwerke zu gestalten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.